Rüstung, dann weiter mit dem 10. Teil des Minecraft Eisenkohle Gold Let's Play. Nämlich so Wasservorkommen, was hier ausgegraben und da unten ist natürlich das Wasser irgendwie aufhalten, dass es hier nicht reinläuft. Läuft hier noch immer rein. Wenn halt da drunter die Schiene läuft. Schienenstrecke. Knacks. Weil das hier alles zerstört. Die Schiene geht ja hier so lang. Jetzt habe ich noch meine beiden Knöpfe. Da ist der eine. Hier kommen noch Booster Wheels hin. Und jetzt muss ich natürlich auch ein paar weitere normale Wales erstellen. Das ist gleich fertig. Und zwar werde ich hier die 64 Stacks hier holen. Und natürlich jetzt die weitere 64 Stacks braten sozusagen. Dann kann ich hier direkt hier nochmal Eisen reinschmeißen, hier nochmal Gold reinschmeißen und nochmal Gold reinschmeißen. Das ist ganz schön viel Produktion, die hier ist. Das ist jetzt fertig, das heißt, ich kann das jetzt hier hinzufügen. Zack. Ich pack erstmal die. Oh, noch jede Menge. Ich pack nochmal, hol nochmal ein 64 Stack Eisen und Gold. Und muss erstmal natürlich auch noch ein bisschen Redstone haben. Also, den einen Redstone, den ich habe, der reicht nicht aus. Das heißt, ich muss sowieso erstmal in Mine. Die ist ja eine, das ist ja nämlich der einzige Schienenstrecke, die jetzt hier auf der Welt existiert. Die also nicht natürlich auf der Welt existiert. Also, die ist ja nicht natürlich, die ist ja künstlich gemacht. Nun, hier hätte ich auch schon einen Raum freigegraben. Da kann natürlich hier noch das Granit. Was ist das? Ja, das ist Granit. Aber dass die Zahlen da auch erscheinen, das ist, kann man einfach mit F3 und H an, beziehungsweise ausmachen. Gehen wir in die Richtung weiter. Ob ich hier nochmal ein bisschen Redstone finde. So, irgendwie will ich erst diese erfunden. Lava. Dann will ich die Lava hier zudecken. Sicherheit schaffen. Hier ist auch wieder so Eisen und Gold. Das ist ein Dungeon. So, ein Dungeon. Ein Spinnen-Dungeon. Spinnen, der kriegt ja Schaden. Oh, was für eine Spinne hier. Und ist immer sinnvolle Schallplatte brauche ich. Schallplatten brauche ich dann nicht. Das brauche ich auch gerade nicht. Unwichtige Sachen. Da war ein Dungeon. Na, hier geht's runter. Oh, Redstone und Diamant. Redstone und Diamant ist hier. Oh, Redstone und Diamanten und hier ist noch Lapis Lazuli und das Eisen Gold, noch mehr Lapis Lazuli und natürlich die Diamanten nicht vergessen. Jetzt soll ich hier die Lava eindämmen. Lava. Natürlich klar, wenn man Diamanten findet, dass man auch in der Nähe der Lava ist. Ein relativ kleines Vorkommen gewesen, also in die Verhältnisse der Welt ist das ein relativ kleines Vorkommen aus nur 4 Diamanten. Und jetzt wollte ich noch irgendwo anders gucken. Ich war ja erst in die Richtung gegangen, ich kann aber auch in die Richtung gehen. Hier habe ich noch mehr Auswahl. Da hinten liegt noch mehr Gold. Und hier sollte jetzt mal das Wasser weg. Legen wir erst das Wasser eindämmen. Kopf mal hoch.
Höhle hier. Wieder auf die Höhle. Da sind Diamanten, da sind noch mehr Diamanten und da ist noch ein zweiter Dungeon. Nochmal spinnen. Und jetzt leuchte erstmal hier alles aus. Ging aber auch schnell. Jetzt bin ich hier gefangen. Ich gehe runter, gucken, ob die Monster sind. Die ganze Höhle hier ab. Hier nur Eisen und Gold, aber kein Redstone. Da sind diese Diamanten wiederum. Da kann ich nicht rüberspringen. Aber ich kann mich rüberbauen. Mit der Erde kann ich mich rüberbauen. So. Erde, da ist Redstone ist da. Oder war das wirklich Redstone? Nein, ich muss mich hier runtergraben. Das Lapis, das Diamanten. Dieses Vorkommen ist eigentlich relativ normal für die Welt. Diamanten. Eisengold, Eisengold. Habe ich ein neues Schwert? Oh, das sind aber auch einige Diamanten, die ich jetzt finde. Ordentliche Diamantenausbeute. Und das ist hier drin Redstone, Eisenbaren, Gunpowder, Brote, Weizen und noch was Drinks, alles was ich mir jetzt schon stecken kann. Was ist denn hier? Oh, noch mehr Diamant. Irgendwie so viel Diamant hier. Noch mehr von Diamanten. Also ich habe hier wirklich reiche Diamantausbeute. Ich habe jetzt schon 29 Stück gesammelt. 29 Diamanten. Ich habe den Diamantvorkommen ja ein klein wenig erhöht. Also nicht so drastisch wie Eisen und Gold. Also die kommen nicht so häufig vor wie Eisen und Gold. Also das bei meinem Diamant-Let's-Play, weil da ist ja alles, besteht ja nicht alles, der ganze Gestein auf Diamant. Das ist mein Let's Play, man ist ja jetzt bisher 16 Teile lang. Ich müsste jetzt erstmal gucken, dass ich da bald meinen 17. Teil rausbringe. Vielleicht kommen dadurch auch ein paar mehr Abonnenten, wenn ich jetzt diese drei Videos jetzt hintereinander aufnehme. Also ich nehme jetzt drei hintereinander auf, das ist jetzt mein zweites Video. Von dreien, was ich jetzt heute geplant habe, drei Videos rauszubringen. Und das ist jetzt das zweite davon. Und hier bin ich wiederum auf der Höhle zurück. Da ist es wieder weitere Gefilde erforscht. Bin auch mit diesem Bett noch zurückgekehrt, also mit 23 Stück nähen. Also 23 Stück Redstone ist immerhin eine kleine Ausbeute. Also ich brauche wahrscheinlich aber ein bisschen, brauch aber wahrscheinlich mehr. Und ich müsste auch ein bisschen Cobblestone Stein braten, weil ich das nämlich auch für Repeater brauche. Ich mache jetzt hier mal Stein raus. Und jetzt mache ich erstmal auch ein paar mehr Booster-Schienen. Ich habe gerade zwei. Ne, ich brauche nicht so viel. Ah, ich brauche jetzt erstmal nicht so viele Booster-Rails. So, und dann nochmal Stick und dann habe ich nochmal ein paar mehr Schienen. Und dann geht das ja hier. Eine Bahn. Oh, jetzt wird dunkel. Es wird gerade dunkel immer. Könnte ich eigentlich immer ungefähr mit der Zeit merken, dass es, weil ich nämlich immer irgendwie bei um die 10 Minuten schlafe ich immer und auch bei etwa 20 Minuten ist auch immer der Tag, der zweite Tag zu Ende. Das sind manchmal immer zwei Minecraft-Tage. Und das ist wiederum ziemlich ausgiebig gewachsen, das hier. Meine künstlichen Wälder, die wachsen immer ziemlich schnell.
Und da hat er Steine zum Arbeiten. Sechs Steine. Und ein Repeater erstellt man einfach hier. Sticks. Redstone Fackeln brauche ich noch mal zwei. Zwei Stück will ich nämlich machen. Also braucht man so zwei Redstone Fackeln, ein Redstone. Und dann noch mit drei Steine, dann ist ein Repeater da. Aber ich will ja noch einen zweiten Repeater erstellen. Muss ich natürlich das nochmal machen. Stein, zwei Fackeln und der Redstone. Da war jetzt übrigens heute auch der Tag. Tag des Spiels Deutschland gegen Gibraltar. Also, dass Deutschland gewinnen wird, ist natürlich eigentlich sehr klar. Also ich vermute zu 99,99%, dass Deutschland gewinnen wird. Dass sie nicht so einen Patzer haben werden. Also 99,99% ist ja schon eigentlich fast sicher geglaubt. Und zwar hier ist der Bahnhof, der hier entstehen soll. Weil der Knopf muss ja zusätzlich ja noch die Weiche beeinflussen. Das heißt, dann geht hier natürlich weg, dann drunter weg. Redstone, wie muss ich jetzt legen? Hier. Die Weiche in. Nein, die ist nicht hier, sondern hier. Die stellt sich falsch rum ein. Ich muss sie jetzt andersrum erstmal einstellen. Das ist die Grundstellung. Und dann muss ich mit dem Redstone kurz runtergehen. Also hier unter die Schiene lang gehen. Ich grabe mich mal hier ein bisschen weiter. Jetzt geht er bis hier, das heißt das Redstone. Ich brauche ja eine Redstone-Fackel auch noch. Ich brauche ja auch zwei Fackeln. Und dann muss natürlich hier die Fackel so stehen. Die Fackel steht hier. Und dann muss natürlich. Also, geht nicht. Redstone brauche ich. Und wenn ich den Knopf drücke, dann wird die Fackel ausgeschaltet. Ich kann natürlich Erde hier drüber packen. Na, so geht's nicht. Dann muss ich hier nochmal das Redstone so ein wenig mehr verlegen noch. Um das dann. Also so könnte ich das verstecken. Der Block müsste hier bleiben. Das ist also zwei Blöcke lang sozusagen. Diese Einrichtung. Die Fackel geht ja aus. Das heißt, ich drücke, geht so rum und stellt sich automatisch zurück. Das heißt, wenn ich mit Minecraft hier ankomme, werde ich erstmal nach da umgeleitet, sitze das etwas stehen und natürlich jetzt noch die Frage, wie komme ich denn jetzt auf die andere Seite am besten. Also hier noch einen Block erhöhen vielleicht. Vielleicht kann ich das machen hier. Noch einen Block erhöhen. Ich muss natürlich hier die ganzen offenen Stellen irgendwie zumachen. Irgendwann mal. Und will eigentlich heute mit dem ersten Bahnhofstelle fertig werden. Das heißt, diese zusätzliche Erhöhung und einen Block ist natürlich da. Damit man, wenn man von der Seite da kommt, damit man nicht hier rüberlaufen kann. Also man steigt hier aus und macht hier lang. Kann hier rübergehen. Also hier, das müsste ich so machen. So eine Art Brücke. Man kann da ja drunter durchfahren. Ich muss natürlich gucken, wie ich das hier noch mache. Und hier erstmal die Schienen auch weggraben. Bis hier. Da kommt die Fackel schon mal hin. Hier kommt natürlich die Erde hin, weil ich das Eisenerz nicht gerne selber haben will. Und das Redstone, das geht hier los. Da habe ich die Schiene irgendwie hingesetzt.
hole ich das jetzt? Redstone. Dann kann ich hier natürlich den Block so und so setzen und hier die Schienen überlegen. Und die Weiche stellt sich falsch rum ein. So kriege ich die richtige rum, wenn ich drücke. Stellt sich das eben nicht rum. Warum denn nicht? Das ist irgendwie freie Rahmen. Das ist Powerdach hier. Weil es ist irgendwie falsch, die Weiche stellt sich falsch ein. Die Weiche soll nämlich so stehen. Ah, da muss das Signal hier noch einmal invertiert werden, dementsprechend. Dann muss ich das anscheinend doch einmal invertieren. Kein Problem hier. Dass dann nur so läuft. Zack. Dass sich die Weiche so rumstellt und die Schiene kann ich dann hier legen. Und ich will natürlich hier am besten auch eine Ebene runtergehen. Hier auch ab und zu immer wieder so Doppelsektionen an Boosterschienen bauen. Und hier nämlich so generell eine 3 Block breite Strecke soll das immer sein und die hier jetzt dann auf dem Wasser führt. Und da schon mal das Beginn, der Beginn schon mal getan ist. 2 Booster wäre jetzt von immer hin. Dann immer eine Redstone-Fackel. Und dann erstmal wieder ein wenig normale Rails. Könnte ich erstmal wieder ein Minecart erstellen. Das ist natürlich nicht schwer. Also ich muss jetzt hier noch ein weiteres Minecart herstellen. So. Jemanden kann weg. Wenn man sich in der Richtung versieht, dann kann man einfach auf die andere Spur wechseln und wieder zurückkehren. Ich kann natürlich diese auch nicht nur auf einen Block, sondern zum Beispiel auch eine zweite daneben packen. Zum Beispiel eine zweite Linie bauen, die zum Beispiel diese Linie würde eher in die Richtung Fahrstation hingehen und die andere Linie würde in die Richtung Fahrstation gehen. Jetzt erstelle ich jetzt noch ein paar weitere mehrere normale Schienen und Booster-Schienen. Ich habe ja genug Eisen und Gold. Ich müsste jetzt nur ein paar Sticks erstellen. Ich will erstmal die Sticks aufbauen. Und dann will ich hier 4, 4, 4, 16. Nein, das ist schon zu viel. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Also so schon mal bei den Eisenbahnen genauso. 1, 2, 3, 4. Dass man hier kein Redstone braucht. Zack. Ich muss natürlich noch ein bisschen was essen. Und aus dem Dungeon habe ich jetzt Material geholt. Knochen kann ich auch gut gebrauchen, aber das Eisenerz hier. Ich habe auch eine Menge Eisenerz gesammelt. Da ist noch Material, was verbrannt wird. Und die Erfahrungswerte wieder erhöhen. Das ist ja schon eine ganze Menge, die hier drin ist. Und da sind jetzt schon wieder 3, 64 Stacks Eisen drin. Wenn ich die hier alle wieder reinschmeißen hier. 3x 64 Stacks Eisen. Und jetzt habe ich wieder meinen Redstone erstmal aufgebraucht. Das heißt, die Schienen sind erstmal sinnlos. Cobbles habe ich genug. Sonst werde ich einfach mal im nächsten Part schon mal hier eine Schienenstrecke legen. Es wird ja schon dunkel. Oder erstmal hier
so bauen über das Wasser. Und da sozusagen diese Öffnung da kriegen, dass ich da sozusagen die Strecke legen kann. Fängt wieder Musik an. So, nochmal zwei weiter. Und hier, oder noch ein. Und hier soll es dann zur Seite weggehen. Das muss ich dann anschließend auf drei Blöcke verbreitern. Die Schiene habe ich ja erstmal weggelegt, weil ich sie gerade noch nicht brauche. Die Öfen verbrennt schon wieder. Also verbrennt schon wieder Stoff. Und jetzt mal wieder 364er Stacks Eisenerz, wenn verbrannt, auf jeden Fall. Vielleicht müsste ich dann den Bahnhof auch bei mir zu Hause auf zwei Ebenen erweitern. Kann man natürlich hier jederzeit noch machen. Nur, dass der Bahnhof dann auch teilweise oberirdisch wird, hier, irgendwie, weil der Reaktor hier ganz schnell nach unten geht. Und ich kann natürlich jetzt, oder sollte jetzt mehr Cobblestone mitnehmen. Aber das werde ich im nächsten Part machen. Das heißt, ich hoffe mal, dass der Part euch gefallen hat. Dann zeigt mir mit Daumen nach oben, ein Teilen, favorisieren, bzw. abonnieren.